So, hallo Freunde. Eine kleine Bekanntmachung, bevor das Video richtig beginnt. Und zwar, vielleicht haben einige es schon gesehen, vielleicht auch nicht. Ich habe mir jetzt eine Facebook-Seite gemacht. Da heiße ich dann dementsprechend auch VW T4 Oscar. Und die findet ihr auch sofort in der Beschreibung unten. Vielleicht guckt ihr euch das mal an. Da stehen immer so aktuelle Sachen. Vielleicht auch, wo ich unterwegs bin. Ich war ja jetzt dieses Wochenende, was ihr jetzt auch gleich sehen werdet, auf Fehmarn. Da poste ich ein paar Sachen und da poste ich auch immer die neuesten Videos. Also, jetzt viel Spaß bei dem Video. So, ihr habt richtig gesehen, ich bin am Flughafen, aber keine Sorge, ich würde meinem Oscar nicht fremd gehen. Ich habe nur meine Freundin weggebracht und ich fahre jetzt durch nach Kiel, hol da einen Kumpel da und dann geht's ab nach Fehmarn und ich bin echt guter Laune so. Natürlich leider ohne Freundin, weil die ist jetzt gerade nach Mallorca geflogen oder fliegt jetzt nach Mallorca. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, ich bin jetzt in Kiel angekommen. Es ist alles so ziemlich leer, weil wir haben es 6 Uhr morgens. Ich bin heute um 3 Uhr aufgestanden, um meine Freundin zum Flughafen zu fahren. Ja, und jetzt werde ich meinen Kumpel mal abholen. Mal gucken, wo der steckt. Alles gut? Ich hatte dir extra schon mal einen Green Lemon bereitgestellt. Ja, sehr gut. So, wie ihr jetzt gesehen habt, wir sind auf Fehmarn angekommen. Wir haben keine Ahnung, was wir jetzt machen wollen, weil irgendwie wir haben nichts geplant. Jetzt hat mein Kumpel erstmal einen Hunger und dann gehen wir mal zur Goldenen Möwe und dann ja, sehen wir, was so passiert. Also, bleibt einfach dran. So, wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz Wulfener Hals. Schauen uns das Ganze mal so ein bisschen an, weil wir noch nicht so ganz genau wissen, wo wir denn übernachten oder nicht, oder was? Oder ob wir einfach frei übernachten, wissen wir noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist es hier ziemlich nice. Wir waren letztes Jahr auch hier zum Surfen. Aber ich glaube, dass es dieses Jahr etwas zu kalt wird. Aber ich werde euch mal so ein bisschen einen kleinen Eindruck geben, wie es hier aussieht. Also hier waren wir letztes Jahr nicht. Wie ihr gesehen habt, irgendwie ist hier so eine kleine Küste, richtig? Und da hinten, wir gehen da mal weiter, da ist so ein Paraglider oder so. Vielleicht kriegen wir den mal drauf irgendwie aufs Video. Mal schauen. Würdest du dich reinsetzen, oder du? Wenn ich das könnte, würde ich es machen, ja. Oh ja. So, wir haben jetzt hier erstmal eingebucht. Nein! Wir haben uns hier jetzt erstmal eingebucht im Wulfener Hals für, ich glaube, 18 Euro oder so. Wir haben eine Nacht ohne Strom genommen, weil ich denke, das kriegen wir auch so hin. Und dann schauen wir mal, was jetzt so geht. Heute Abend ist hier irgendeine DJ-Nacht, was weiß ich. Ob wir da vielleicht mal hingehen, mal gucken gehen. Da ist so ein Zirkuszelt aufgebaut. Und dann wollen wir heute nochmal ein bisschen über die Insel fahren hier und so. Mal schauen, was wir hier so finden. So, wir sind jetzt an die Südstrandpromenade gefahren, mal ganz kurz so ein bisschen. Und wollten uns mal so eine Ruine von einer Burg angucken irgendwie. Und da kommt man nicht mal aufs Gelände rauf. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da sind noch die restlichen Mauern stehen da irgendwie noch oder ein Teil zumindest. Und ja, das haben wir uns dann mal angeschaut und sind hier mal ein bisschen rumgelaufen. Hier ist auch noch irgendwie ein Schwimmbad, scheint so.
Auch ganz interessant auf jeden Fall. So, jetzt sind wir von der Promenade mal runtergegangen auf so einen geilen Steg hier, irgendwie ohne Geländer. Finde ich irgendwie ganz faszinierend. Und wir haben echt Glück mit dem Wetter und hoffentlich wird das noch ein bisschen wärmer, weil durch den Wind ist es natürlich ein bisschen kalt, aber sonst schockt es echt. Guckt euch das mal an. Jetzt gibt es erstmal eine Kleinigkeit zu essen. Ich habe hier so ein paar Wiener Würstchen fertig gemacht und dann gibt es noch Kartoffelsalat dazu. So, wir sind jetzt hier ganz hinten am Campingplatz. Hier ist noch ein Golfplatz mit am Start. Es ist wirklich überkrass groß hier. Wir waren letztes Jahr ja auch kurz hier, nur mal kurz angucken, und wir haben nicht mal den halben Campingplatz angeguckt. Und es ist echt gigantisch hier, also es ist echt geil. Wir sind jetzt genau quasi oben von der Klippe aus und ich werde auch noch mal ein paar Aufnahmen von hier oben versuchen zu machen. Und ich werde euch auch noch ein Foto reinstellen. Und ja, es ist echt nice hier. Ich bin froh, dass ich hier losgefahren bin. So, jetzt kommen wir aber auch endlich zum Schluss. Wir sind hier jetzt noch mal am Ende, auf dem anderen Ende vom Campingplatz. Hinter mir seht ihr dann, wo alle mal surfen und so. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gerne abonnieren. Wir machen uns jetzt noch mal ein bisschen den Grill an gleich und essen noch eine Kleinigkeit und dann gucken wir halt mal, was abends so geht, irgendwie, ob vielleicht noch irgendwas los ist. Und dann danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!